alles, was du gehört hast, ist falsch. Wer hat denn gesagt, dass ich nicht auf Arbeitssuche war? Niemand hat sich für meine Ehre interessiert. Wirklich. Neben der Ehre wollten sie noch ein Diplom dazu. Naja, sie wollten alle, dass man Englisch oder Französisch kann. Aber nach langhaarigen, hübschen, die eine Ehre tragen, hat keiner gefragt. Einmal, da habe ich in einem Trikotladen angefangen zu arbeiten. Abends, nach Arbeitsschluss, hat der Chef die Lichter ausgemacht und seine Hand einfach in meine Bluse gesteckt. Ich habe geweint. Ich habe geschrien. Ich habe ihn gebissen. Ich habe ihn gebissen. Gebissen habe ich ihn. Ich habe ihn gebissen. Ich habe ihn gebissen. Gebissen habe ich ihn. Und er hat mich mit einem Verpiss dich rausgeschmissen. Und dann der Job als Sängerin. Ich habe gesagt Sängerin, nicht Nutte. Nein, ich konnte nicht zurück zu euch, das weißt du doch. Wie geht's meinem Schwager? Nein, sag doch sowas nicht. Fluch doch nicht. Schau, das ist doch lange her, er liebt doch dich. Schau mal, ich habe heute Geburtstag. Ja, wirklich. Ich habe mir ein Geschenk gebastelt. Ja, wirklich. Was? Herr Luhmann? Nein, so einer ist er nicht. Wirklich. Nein, nein, gar nicht so, wie du denkst. Er kommt immer abends zu mir runter, fragt, wie es mir geht, trinkt eine Tasse Tee und dann geht er wieder hoch. Dieses Apartment gehört ihm, ja? Nein, er hat niemanden. Egal, er ist ein guter Mann, wirklich, Schwester. Ah. Wenn er mich nur streicheln würde und wir quitt wären. Wenn er mit mir nur schlafen würde. Und wir quitt wären. Doch, ich nehme die Pille. Manchmal sogar drei oder vier. Wieso sollte ich dir das nicht erzählen können? Du bist doch meine Schwester. Nein, es ist wirklich keiner hier. Wirklich. Nein, ich sehe doch keine Menschen mehr seit langem. Das weißt du doch. Außer Herr Luhmann. Und den Mann mit der Brille. Ja, er studiert und arbeitet nebenbei. Er trägt immer Bücher mit sich. Ich habe gesagt, ich habe heute Geburtstag. Ich habe gesagt, ich habe mir die Haare abgeschnitten. Er hat nichts darauf geantwortet. Ja. Ich habe sie mir abgeschnitten. Sie haben mich gelangweilt. Schwester, kann ich dich nicht ein einziges Mal sehen? Nur einmal? Hm? Sag doch was. Bitte. Sag doch was. Sag doch was. Sag doch was! Ja, es hat geklingelt. Es ist bestimmt Herr Luhmann. Bitte nicht auflegen. Ich bin sofort wieder da, ja? Okay? Ich bin gleich wieder zurück. Doch rein. Nein, das geht nicht.
riechen so gut, Schwester. Ja, der Mann mit der Brille hat sie mir gebracht. Ja, weil ich heute Geburtstag habe. Ich habe gesagt, komm doch rein. Er hat gesagt, nein, das geht nicht. Schwester, ich habe heute Geburtstag. Die Nelken sind so wunderschön. Das müsstest du jetzt sehen. Ja, ich habe heute Geburtstag. Ich habe mir ein Geschenk gebastelt, weißt du? Ja, der Mann mit der Brille hat sie mir gebracht. Ich habe heute Geburtstag. Deswegen hat er mir das gebracht. Ja, wirklich, Schwester. Ich habe gesagt, ja, komm doch rein. Er so, nein, das geht nicht. Schwester, die Nelken sind so schön. Ich habe heute Geburtstag, weißt du? Und ich habe mir ein Geschenk gebastelt. Was? Was ich mir gebastelt habe? Was ich mir gebastelt habe? Ich habe mir das gebastelt.